Also wer sich schon immer gefragt hat, wie Skyhook von oben aussieht, willkommen. Boah, das ist ja ultra geil. Bitte willkommen zum zweiten von vielen, vielen, vielen R5 Reload Apex Legends Modded Videos. Also eine Reaction-Reihe auf sämtliche Mods, die es in Apex Legends R5 Reloaded gibt. Viel Spaß beim zweiten Teil und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Single Fire Havoc, but now it's automatic. Ich überlege gerade. Fire Receiving Mod Havoc? Ach, jetzt verstehe ich. Ich wollte gerade sagen, die Havoc gab es doch damals mit Fire Receiving Mod, vollautomatisch Turbolader oder Fire Receiving Mod Ladestrahl. Also wer noch nicht lange genug in Apex Legends dabei war, der Fire Receiving Mod, der aktuell im Care Package in der Prowler ist oder auf der Prowler ist, den konnte man auf die Havoc packen und dann konntest du einen Ladestrahl machen, ähnlich wie bei der Charge Rifle. Der nächste Clip. Help, my EVA 8 is shooting laser and blinding me. Okay, eine laserschießende EVA 8, die blendet. Da knall ich ja wirklich rein. Okay, 8 Schuss. Auf so eine Idee müsste mal kommen. Ich würde mich gerne mal interessieren, welche Optionen man in diesem Spiel hat. Oder muss man das selber irgendwie reinpatchen? Ich habe eine massive Abneigung gegen die EVA 8, deswegen bin ich jetzt nicht so gehypt oder so geflasht. Aber Alter, wenn der in den Himmel schießt, guckt euch mal dieses Streumuster. Das sieht aus wie so eine 8. Sieht schon geil aus, auf jeden Fall. Boah, das blendet aber wirklich. Alter. Er kann sogar noch die Feuerrate justieren. Natürlich, warum nicht? Und er hat einen Wraith-Mod auf Mirage. Ah ja, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ist auch das Voice-Overlay von Wraith gewesen. Messing around with a modded full-auto Wingman. Okay, eine vollautomatische Wingman. Oh, stellt euch das vor. Oh mein Fuck. Ja, klar, die Gegner stehen nie so rum, aber... Ist das ein Caustic-Decoy gewesen? Wie geil. Oh, was zum Teufel? Übertreib's doch halt mal. Da kommt aber auch immer was, mit dem du nicht rechnest. Da schmeiß ich mir gleich die Kopfhörer weg. Alter, der macht einfach direkt eine Brücke. Hier. Das war ein Neo-Style. Wenn das nicht nochmal kommt, ich muss es nochmal zurück machen. Ich habe mich gerade gewundert, was da passiert. Agro-Rückstoß. Alter, das ist geil. Also im ersten Video war so ein ähnlicher Clip mit der P20. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt auf jeden Fall auch den ersten Part gucken. Da waren ein paar richtig geile Clips dabei. Oh, das gute alte World's Edge Originalversion. Ist das nicht schön? Also auch hier, wer es noch nie gesehen hat, World's Edge war schön so wie es ist. Ohne irgendwelche Map-Updates. Stellt euch mal diesen hässlichen Caustic mit Decoys vor. Okay, sehr amüsant auf jeden Fall. Akimbo Prowlers in Apex Legends, muss man nichts zu sagen. Natürlich auch mit Fire Receiving Mod, was soll es sonst sein? Die Gerüchte halten sich immer noch, dass irgendwann eine Akimbo-Waffe in Apex Legends verfügbar sein soll. Keine Ahnung, ich glaube es ist die so eine Energy Pistol. Kannst halt nicht anvisieren, ist klar. Okay, wenn du das siehst, willst du da anvisieren und streust einfach in die Pampa rein. Du wirst schon was treffen. Also vollautomatisch vom Sound her geht fast nichts über den Prowler.
liebe diese Waffe. To die decide records. Stopp. Oh, jetzt habe ich zu weit gedrückt. To die decide records. Modding Apex Legends Multiplayer is crazy. Moment, das klingt nach... Okay, wir machen erstmal den nächsten Clip, weil der Clip geht sehr, sehr lange. Wir haben What if Mozambique was a sniper? Okay, Mozambique Sniper. Den letzten Clip, den nehmen wir einfach im nächsten Video und dann haben wir das auf jeden Fall. Oh, ist das geil. Wo visiert er denn an? Ich sehe es gerade nicht. Man sieht gar kein Fadenkreuz. Was ist denn da los? Übrigens, by the way, die Mozambique ist tatsächlich auf Range die effektivste Shotgun. Fakt. Weil die keine Streuung hat, wenn du richtig anvisierst. Also Streuung schon, aber es wird nicht größer. Oh, geil. Natürlich wieder mit Unlimited Grapple. Was sonst? Ist das geil, Alter. Es ist schon echt mega geil. Oh, ich liebe die. Okay, wir kommen quasi zum ähnlichen Clip wie im ersten Clip, also im ersten Video. Minigun P2020, aber mit Hammerpunkt. Viel Spaß. Ich muss direkt wieder das Headset rausnehmen. Es ist einfach so unangenehm. Ach, hat es noch gar nicht drin. Einfach mal 5. Boah, du kriegst Kopfschmerzen, aber es ist zu göttlich. Es ist einfach zu göttlich, wie die ganzen Leute fliegen. Sieht schon stark aus, aber es ist gut, dass es nur gemoddet ist und nicht echt. Es ist einfach zu gut. So, als nächstes haben wir Grappling to a Top of Skyhook. Okay, ich bin gespannt. Stopp mal kurz, tut mir leid, dass ich mittendrin hier stoppe, aber gibt es hier keine... Alter, es tut mir leid, aber einfach mal eine schönere Optik. Habe ich da jetzt so lange gepennt oder lädt ja jedes Mal die Qualität neu? Also wer sich schon immer gefragt hat, wie Skyhook von oben aussieht... Willkommen. Boah, das ist ja ultra geil. Oh mein Gott. Da sieht man aber erstmal, wie weit Apex Legends programmiert ist, dass man da bis ins Detail so weit... Das wird sicherlich nichts mit der R5-Version zu tun haben. Das könnt ihr wahrscheinlich unendlich machen. Schade, mein Wasser ist alle, das ist natürlich dumm. Ob es da ein Ende gibt? Was sagt ihr, bevor ihr zu Ende guckt, gibt es hier ein Ende? Ich sag wahrscheinlich nein. Und die Sonne knallt. Oh, es gibt tatsächlich ein Ende, okay. Der größte Schornstein der Welt. Na komm, jetzt nicht verkacken. Und dann die Aussicht genießen. Das ist eigentlich jetzt die Kunst, da oben richtig zu landen. Man sieht, er hat Probleme. Ey, mach's nicht. Oh, guckt euch doch mal die Aussicht an. Es ist ja schon sexy. Na, kriege ich es noch gebacken? Sieht unfassbar genial aus. Muss man mal sagen. Stell dir mal vor, das Landeschiff würde so hochfliegen. Das tut es ja nicht mal ansatzweise. Okay, schade. Ich dachte echt, er landet noch oben auf dem Dach von diesem Teil. Okay, das war's mit Folge 2. Freut euch auf Folge 3. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.